ein Bestandsgebäude in der Schweiz. Dieses Haus hat einen gewissen Charme. Mir gefällt es von der Bauweise. Heute baut man nicht mehr so. In Deutschland hätte man dieses Haus wahrscheinlich abgerissen. Dom Didier im Kanton Freiburg in der Schweiz. Dr. Andreas Piepenbrink und Remy Becher von E3DC besuchen hier Hausbesitzer Urs Fringeli. Fringeli traf für seinen Bestandsbau aus den 70er Jahren nämlich eine wichtige Entscheidung. Statt kompletter Sanierung der Gebäudehülle und des Hauses setzte der Computerspezialist auf die Eigenenergieproduktion. Macht das mehr Sinn als ein teures Sanierungsprogramm, fragte sich der Schweizer nämlich. Da fing ich an zu rechnen, habe das durchgerechnet, wie viel kriege ich drauf, wo kriege ich Module her und so weiter, bis ich eine Möglichkeit fand. Und dann fing ich an, die Photovoltaik zu installieren. Wir haben dann unser Leben einfach immer ein bisschen einstellen müssen auf die Sonne. Das heißt, schlechtes Wetter und so weiter. Dann kam die Idee, das System durch einen Speicher zu erweitern, dass man auch im Prinzip diese Peaks mitnehmen kann. Die Sonne kommt kurz und dann ist sie wieder weg, dann kommt eine Wolke und so weiter. Das wird dann alles geglättet und man hat einfach dauernd seinen eigenen Strom. Die Ausgangssituation. Das Eigenheim von Familie Fringeli mit 4 Personen. Standort Dom Didier in der Schweiz. Baujahr 1970. Grundstücksfläche 1720 Quadratmeter. Wohnfläche 240 Quadratmeter. Aktueller Komfortstrombedarf ca. 10.000 Kilowattstunden pro Jahr. Aktueller Wärmebedarf ca. 7.000 kWh. Aktueller Strombedarf für die Elektromobilität 4.000 Kilowattstunden ca. Bei Stromkosten von 23 Cent pro kWh würde dies bei vollem Netzbezug ca. 4.380 Euro pro Jahr ausmachen. Früher gab es hier einen Bedarf von 4.700 Litern Heizöl mit Kosten von 3.800 Euro pro Jahr. Dazu der Bedarf an Benzin von 2.400 Litern und ca. 3.600 Euro pro Jahr. Ältere Bestandsgebäude mit Eigenenergie für Komfortstrom, Wärme und Mobilität zu versorgen, dafür sind Hauskraftwerke von E3DC wie geschaffen. Bin dann schlussendlich bei E3DC gelandet, weil das System musste erstens mal dreiphasig sein. Alles hier ist dreiphasig bei uns. Das S10 Pro bot mir dann auch genug Leistung für die ganzen Geräte und Verbräuche, die wir haben. Und dann habe ich mich dafür entschieden, vor allem weil es auch noch notstromfähig ist und zudem auch noch inselfähig. Das heißt, wenn jetzt wirklich mal der Strom eine Woche weg ist und es nicht gerade tiefster Winter, sagen wir von Februar bis Oktober, kommen wir eigentlich mit der Energie durch. Klar war sofort, trotz hoher Dachbelegung mit Photovoltaikmodulen kann die weitgehende Eigenenergieversorgung ohne einen Stromspeicher kaum funktionieren. Ein Hauskraftwerk war für die Ausstattung des Hauses also unverzichtbar. Nur so ließ sich der Eigenverbrauch sinnvoll organisieren, ganz zu schweigen vom Komfortgewinn. Also natürlich, nur mit der Photovoltaik kamen wir, glaube ich, das absolute Maximum 50-60%, wo wir selber verbrauchen konnten. Aber das war schon sehr mühsam und schwer. Da muss man wirklich schauen, jetzt Auto einschalten oder Wolke kommt, Auto ausschalten. Das war mühsam. Und dann mit dem Speicher ist im Prinzip diese Last weg. Der Speicher übernimmt diese Arbeit. Und es ist auch sehr schön in den Übergangszeiten, wenn mal kurz die Sonne kommt. Es kommen 11 kW in den Speicher. Nach einer Stunde ist die Sonne wieder weg und dann kommen wieder Wolken, es regnet.
Und man lebt immer noch mit der Energie, die man gespeichert hat. Das finde ich schon toll so. Die Energiebedarfe des Hauses sind durchaus groß. Denn es gibt auch ein eigenes Gebäude mit Swimmingpool, welches für die Erwärmung des Wassers und der Filteranlagen hohe Verbräuche hat. Schon hier fingen die Überlegungen von Urs Fringeli an, Energie dafür selber zu produzieren. Und das konnte natürlich nur Strom sein. Der erste Schritt zur Eigenenergieversorgung kam. Also beim Pool habe ich als erstes mal Solarmatten aufs Dach gemacht mit einer Steuerung, sodass das Wasser über die Sonne direkt geheizt wird. Was allerdings in den Übergangszeiten für einen relativ großen Pool mit 75 Kubik nicht reicht. Deshalb habe ich dort noch eine 25 kW Luftwärmepumpe installiert. Thermisch? Thermisch, ja. Die braucht im Betrieb 4,8 kW. Maximal? Plus, braucht sie dauernd. Die braucht eigentlich dauernd eben 4,8 kW. Und die Umweltpumpe braucht noch 800 Watt. Aber das kann ich alles mit Solar decken. Aber laut Ihren Energiemessungen brauchen Sie für den Betrieb im Frühjahr, Sommer, Herbst von einem großen Pool nur 700 Kilowattstunden, weil die Solarthermie sehr effektiv ist und genau. Sie offensichtlich auch mit einem hohen COP, mit der Luftwärmepumpe beim Pool klarkommen. Das heißt, der Energiebedarf ist extrem gering. Wenn ich das mal auf die Tage runterrechne, haben Sie so 3 bis 4 Kilowattstunden Energiebedarf vom Pool pro Tag, den Sie fast komplett selbst abdecken. Genau, ja. Remy Becher und Andreas Piepenbrink von E3DC schauen sich gemeinsam mit Urs Fringeli den Schaltkasten an. Dort ist das Instrumentarium der Eigenenergieversorgung heute integriert. Die Überlegung, Bestandsbauten mit Eigenenergie weitgehend zu versorgen, findet hier in dieser Schaltstelle seinen Niederschlag. Denn dem Haus steht eine bestimmte Anschlussleistung zur Verfügung. Dazu kommt die Eigenstromproduktion. Alles zusammen musste zu einem Konzept verwoben werden. Und das wurde hier geschafft. Gemeinsam mit Technologie von E3DC. Dann noch mal 3 Sekunden. Aber wie genau wurde das hier gemacht? Ja, es zeigt sich vor allen Dingen, wenn man sich das genau überlegt, wie die Energieproduktion an den Bedarf angepasst werden kann, dass es geht. Das Ziel bestimmt den Weg. Herr Fringeli hat sich überlegt, wie groß muss die Solaranlage sein, wie groß kann sie sein, damit sie den Bedarf deckt. Und er hat sein Ziel erreicht. Und er hat dann überlegt, wie groß muss der Speicher sein, damit er so flexibel ist, um seine Bedarfe zu erfüllen. Und dann hat er überlegt, wie er die Leistung, die in seinem Haus zur Verfügung steht, die 25 Ampere, möglichst nicht überschreitet und seinen Bedarf deckt. Bei den Dreharbeiten in der kalten Jahreszeit brilliert das nicht gedämmte Haus mit hervorragenden Werten bei der Eigenenergieversorgung. Trotz des hohen Energiebedarfs zeigt sich, dass sich auch Bestandsgebäude verstromen lassen und die Anschlussleistung nicht erhöht werden muss. Dank der Eigenenergieproduktion, Speicherung und dem Energiemanagement. Guck, Remy, hier siehst du, ne, trotz schlechtem Wetter produziert er mit seinen 2 PV-Wechselrichtern und Anlagen genauso viel, wie er verbraucht. Mhm. Batterie muss nicht arbeiten. Und jetzt hat er ja einen riesen Speicher, der auch schon voll ist mit 39 Kilowattstunden, 6 Module. Mhm. 3 hat er im Nebenraum. Ne? Ist schon faszinierend. Ne? Guck mal, hat keinen Netzbezug. Ne? Mhm. Gut, und jetzt hat er ja insgesamt 24 kW. Das heißt, er hat einmal hier 12 kW AC-Leistung vom Zusatzwechselrichter und hier 12 kW vom Hauskraftwerk. Mhm. Aber jetzt sag doch mal, der Anschluss hat ja nur 17, ne? Oder das ist 25 Ampere, oder? Ich sehe gerade Versicherung hier. Ja, 25 Ampere, also 17 kW effektiv, mhm. Also geteilt durch 1,5 für die Schnellrechner. Remy, aber erklär doch mal, wie geht's denn? Das ist doch gar keine zulässige Verteilung, ne? Das wird ja, doch bei uns ja, ganz das ist kein aus. Deutscher Zählerschrank, was du hier siehst, aber das ist ganz normale Standardtechnik, auch sehr gute Technik hier in der Schweiz. Ne? In der Schweiz sind halt die Sachen noch ein klein bisschen anders, als wir das in Deutschland kennen. Wir haben zum Beispiel hier kein SLS-Schalter, wir haben noch
klassische Diazettsicherung, die gibt es in Deutschland nicht mehr. Mhm. Dann haben wir unsere Dreipunktbefestigung, der kennen wir auch aus Deutschland her. Hier Rundfunksteuerempfänger. Für die Wärmepumpe, ne? Generell für den ja, Tarifwechsel. Dass der Versorger die abschalten kann, oder? Oder irgendwie auch Tarifwechsel machen kann, ne? Oder dass er dir drankommt mit der Absicherung von dem Empfänger. Hier klassische dann Dreiphasigverteilung, ne, die wir so auch kennen. Und das hier im Grunde ist kein Schrank. In der Schweiz will der Elektriker im Grunde die Wertschöpfung noch selbst reinbringen. Das heißt, er kommt auf die Baustelle, wenn man hier gerade mal abschraubt, kann man das vielleicht gut sehen. Wunderbar. Du siehst hier, hinten ist nichts, ist die Wand. Ein klassischer Alurahmen, wo hier im Grunde nach Maß zugeschnitten wird. Auch die Platten hier oben klemmen, ganz gleiche Verteilung, auch Rutschen drin. Also hier siehst du ja den Durchschleifbetrieb vom E3DC, ne? Hausnetz geht ins Kraftwerk rein und kommt direkt wieder zurück. Das sind die zwei Kreise. Effektiv sind 10 Quadratleitungen, das sind die zwei Kreise hier. Und das hier wahrscheinlich ist auch die Absicherung hier FELS im Grunde in 4 Modulen vom 25 Ampere für effektiv das Wärmekraftwerk. Und wenn ich hier laut dem Plan nochmal sehe, hier haben wir auch die Wärmepumpe nochmal abgesichert. Genau, das berechnen. Die wäre jetzt 5,5 kW. Die Wärmepumpe benötigt natürlich Leistung. Aber in dem abgestimmten Konzert von Eigenenergieproduktion, Speicherung und Energiemanagement ist diese jetzt hervorragend integriert. Eine Erweiterung der Anschlussleistung war also nicht notwendig. Ja, das ist ein 16 Ampere. Und dann hat er noch einen Heizschöpf gegen Legionellen. Aber nur einmal pro Woche für den Warmwasserspeicher, damit effektiv der mal einmal pro Woche auf 70 Grad im Grunde hochgeheizt wird und hier alles sauber ist. Und hier müsste ja Wallbox sein, ne? Und 17 hier muss die Wallbox sein, effektiv, das ist die Wallbox, ja. Und hier ist unser Leistungsmesser, Remy, der die Wallbox lastabhängig mit Mode 3 schaltet. Und die Legionellen-Schaltung, die ist nur einmal pro Woche, die stört nicht. Aber unser Leistungsmesser hat wirklich diesen Nutzen, dass natürlich hier das ganze System, du hast gesagt, 39 kW Batterieleistung, dass wenn alles ins Netz gehen würde, dann muss man wieder Sicherung wechseln hier. Und der kümmert sich darum, dass natürlich hier die Sicherung heil bleiben. Ja, es ist interessant, Ihre Hauselektrik ist ja ein 25 Ampere Anschluss. Das heißt, wenn man das umrechnet, sind es ungefähr 17 kW Anschlussleistung. Mit Wärmepumpe, mit Elektroauto, mit Pool, mit Komfort und Backofen und dass man damit auskommt. Das heißt, Last- und Energiemanagement ist bei Ihnen trotz der großen Speicher- und PV-Leistung alles unter 25 Ampere Anschlussleistung. Ja, das muss man natürlich im Blick halten, weil der Anschluss wurde ja gemacht für eine Ölheizung. Mhm. Die ist weg, jetzt haben wir eine Wärmepumpe und die braucht schon ordentlich Strom, wenn es kalt ist. Und dann muss man schon haushalten, weil vor allem Schweizer Geräte brauchen recht viel Strom. Ein Backofen beim Einschalten 3,8 kW. Die Waschmaschine, wenn die Frau noch irgendwie 60 Grad macht, nimmt die 5 kW. Und das muss man schon alles ein bisschen im Blick halten. Ja. Aber das geht. Nochmal auf die 25 Ampere, weil es so schön ist. Die meisten Zuschauer wissen vielleicht, dass eine 11 kW Wallbox 16 Ampere hat. Das heißt, Sie haben für die Wärmepumpe ungefähr 8 Ampere und fürs Auto dann ungefähr 15 bis 16. Das heißt, so haushalten Sie und über den E3DC, der stellt dann automatisch die solare Ladeleistung ein, dass die Sicherung nicht fliegt, oder? Kann man das so sagen? Genau. Kaum zu glauben, dass ein Haus aus den 70er Jahren mit der gleichen Anschlussleistung wie früher dank der Eigenenergieproduktion, Speicherung und Energiemanagement auskommen kann. Obwohl die Wärmeproduktion dazu kam und gleichzeitig noch 4 Elektrofahrzeuge für die ganze Familie betrieben werden. Damit entfielen die Kosten für Heizöl und die hohen Spritkosten komplett. Die Elektrofahrzeuge werden vom eigenen Dach beladen und aus den Tesla Superchargern, zu denen die 4 Elektrofahrzeuge kostenfreien Zugang haben. Und so sieht die Bilanz finanziell aus. Ursprünglich wurden 10.000 Kilowattstunden komplett eingekauft. Bei 23 Cent pro Kilowattstunde im Normaltarif errechnen sich daraus 2.300 Euro im Jahr. Der Bedarf an Benzin für 4 Fahrzeuge 2.400 Liter à 1,50 Euro,
macht 3.600 Euro pro Jahr. Dazu die Heizölkosten von 4.700 Litern bei 80 Cent pro Liter. Das ergibt 3.800 Euro pro Jahr. Zusammen ergibt das Energiekosten von 9.700 Euro. Heute ist bei Familie Fringeli hier alles verstromt und die Rechnung vom Energieversorger sieht so aus. Für ein Jahr gab es, nach Abzug der Einspeisevergütung und einem schlauen Lastmanagement durch Nutzung von Hoch- und Niederstromtarife, nur noch eine Rechnung von rund 500 Euro. Das Haus und das Versorgungskonzept von Urs Fringeli zeigen, wie weit man mit aktiven Systemen zur Energieproduktion, Speicherung und effektivem Energiemanagement kommen kann, ohne eine Komplettsanierung des Hauses vornehmen zu müssen. Es geht nur um das gewusst wie. Ja, es ist ein Beispiel, wie man alles ausnutzen kann, sämtliche Dachflächen. Es ist auch ein Beispiel, wie man maximal Elektromobilität machen kann. Ob mit Firma oder öffentlichem Laden, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel für elektrisches Fahren. Die massive Reduzierung des Einkaufs externer Energie ist gerade zu Zeiten stark steigender Energiepreise ein unschlagbares Argument für die Realisierung solcher Konzepte. Gerade bei der Mobilität lassen sich durch die Verstromung per Eigenenergieproduktion enorme wirtschaftliche Effekte erzielen. Doch bei der Einführung der Elektromobilität kam es Urs Fringeli gar nicht so sehr auf die Ökonomie an. Er hatte andere Motive. Mich hat immer gestört, in der Stadt standen die ganzen Autos und Autos stinken einfach. Und nebendran laufen kleine Kinder in den Abgasen, das wollte ich einfach nicht. Dann haben wir auf Prius umgestellt und das war ein gutes Gefühl. Und da wird man so ein bisschen angesteckt und das elektrische Fahren plötzlich wird sehr interessant. Man fängt dann an, über Elektrofahrzeuge nachzudenken. Wir haben dann über ein US Chevrolet Volt, haben wir dann bis 100 Kilometer haben wir geschafft mit dem Fahrzeug, rein elektrisch. War auch noch ein Motor drin. Dann irgendwann sind wir auf Tesla umgestiegen, rein elektrisch. Ökologie und Ökonomie sind bei der Energiewende eine unschlagbare Kombination. CO2-freie Eigenenergieproduktion und die Vermeidung von Emissionen bei der Mobilität nutzen nicht nur dem Klima, sondern steigern auch die Lebensqualität in der Region. Was wäre die Alternative zu diesem Konzept gewesen? Statt Eigenenergieproduktion und Nutzung nur der Abriss oder eine Komplettsanierung der gesamten Gebäudehülle mit sehr viel höheren Kosten als bei dem heutigen Eigenenergieversorgungskonzept. Ist das technisch überhaupt möglich, dass man die Gebäudehülle sozusagen in ihrem Transmissionsverlust verbessert? Ja, es ist bei dem Haus schon relativ schwer, weil das Haus hat ein doppeltes Mauerwerk, wir sind mordsdick. Und wenn man das außen dann komplett einschaut, ist schon schwierig. Und wie viel das es dann wirklich bringt, weiß ich auch nicht. Was wir gemacht haben, ist natürlich die Fenster ausgewechselt, weil die ursprünglichen Fenster, die waren eine Katastrophe. Die musste man wechseln. Und irgendwann haben wir dann noch das Dach gemacht, das ist auch isoliert worden. Und das, ich könnte noch mehr machen, aber ich komme mit der Energie eigentlich problemlos aus, die ich produziere. Und ich hätte auch die Möglichkeit, auf dem Dach hinten bekäme ich von den 17 Kilowatt-Peak, bekäme ich theoretisch bis 42 drauf. Mhm. Wenn also Sie das, jetzt Module neuester Generation genau, nehmen. Aber genau. Nochmal auf den Transmissionswärmeverlust. Das heißt, wenn Sie jetzt 8000 Kilowattstunden elektrisch brauchen für die gesamte ganzjährige Beheizung und selbst wenn Sie es auf die Hälfte runterbringen würden durch eine sehr teure Gebäudesanierung, würden Sie ja vielleicht 4000 Kilowattstunden holen, aber die können Sie ja locker selber kompensieren, weil Sie halt sehr, sehr viel Strom haben. Genau, ja. Das ist also eine interessante Geschichte. Das heißt, wirtschaftlich wäre das nicht, ja. Und Sie haben ja auch den...
den CO2-Rucksack vom Haus. Also dieses Haus ist ja abbezahlt. Ja? Nach 50 Jahren sagt man in der Gebäudetechnik, das Haus hat keine Klimaschuld mehr. Und die PV-Anlage und der Speicher, die haben Sie bei diesen Werten schon am halben Jahr abbezahlt. Das heißt, das Haus hat weder neue Klimaschulden aufgenommen, noch verbraucht es Energie, noch hat es Energiekosten. Das heißt, es ist ein Musterbeispiel, wie man ein altes Gebäude erhalten kann, von den Betriebskosten und von der Klimabilanz eigentlich optimal ausstatten kann. Die Verstromung des Gebäudes aus den 70er Jahren in all seinen Bedarfen per Eigenenergieproduktion und Nutzung war also genau richtig. Die Komplettsanierung der Gebäudehülle hätte sich im Gegensatz dazu ökonomisch nicht gerechnet. Zwar wäre dadurch der Energiebedarf gesunken, aber die von Dr. Piepenbrink geschätzten 4000 Kilowattstunden Einsparung lassen sich wirtschaftlich im Vergleich zu den Baukosten nicht darstellen. Auch vom Materialaufwand ökologisch nicht. So kommt das Haus jetzt mit seiner alten Infrastruktur und der Eigenenergie gut zurecht. Die Maßnahmen: Eine PV-Anlage mit 22,23 kW Peak Leistung. Auf dem Pooldach befinden sich noch einmal 2,16 kW Peak. In der Wärmetechnik kommt eine Sole-Wasserwärmepumpe mit 17 kW für die Heizung und das Brauchwasser zum Einsatz. Dazu eine Luftwärmepumpe für den Pool mit 25 kW Leistung und 16 Quadratmeter Solarheizplatten auf dem Pooldach. Im Gebäude selber wurden neue Fenster eingesetzt und das Dach saniert. Als Stromspeicher gibt es einen S10e Pro mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 35,1 Kilowattstunden und einen E3DC-Zusatz-Solar-Wechselrichter. Die Elektrofahrzeuge werden mit einer E3DC-Wallbox geladen und der Fuhrpark besteht aus 3 Tesla Model S und 1 Tesla Model X. Das Energiemanagement im Hauskraftwerk kann zusammen mit der Energieproduktion vom Dach die Verbraucher unter der vorhandenen Anschlussleistung gut bedienen. Neue und alte Infrastruktur können also zusammenpassen. Der ist richtig schön uralt. Aber funktioniert. Hat eine neue Steuerung. Irgendwann haben wir dann die uralten Drehregler gegen Danfoss ausgewechselt. Jetzt haben wir elektronische, die wir steuern können. Sieht man 21 Grad, kann man nachts absenken, das geht also automatisch. Jeder Heizkörper hat seinen Thermostat hier, wird vom Raum her geregelt. Funktioniert perfekt. Ja. Trotz Wärmepumpe blieben also die alten Leitungen und Heizkörper erhalten. Da wurde nur der alte Öltank wurde rausgeschweißt und in dieser Wanne von diesem alten 10.000 Liter Öltank, dort steht jetzt die Wärmepumpe, der Brauchwasserspeicher, der Pufferspeicher und dann wurden einfach die Rohrungen wurden dann direkt an die alten Rohre angeflanscht und Schluss. Da wurde nichts geändert im Haus sonst, alles nur im Heizraum. Das Ergebnis im Jahr 2021. PV-Erzeugung ca. 21.000 Kilowattstunden. Eigenverbrauch ca. 56%. Autarkie 56%. Netzbezug ca. 44%. Hat Urs Fringeli ein Rezept für alte Bestandsbauten gefunden, die ohnehin niemand in der Menge sanieren kann? Das Hauskraftwerk von E3DC steuert alte und neue Infrastruktur genau auf den Punkt. Aber bei uns ist es so, dass das EWE kann uns die Wärmepumpe bis 2 Stunden ausschalten, zum Beispiel über Mittag, wenn viel Strom gebraucht wird oder auch am Morgen oder so. Dann läuft die Wärmepumpe einfach mit dem Pufferspeicher weiter und so profitiert das EWE und wir auch. Ja, was man ja sieht bei Ihnen, ist ja die Programmieroberfläche, die Sie zusätzlich als Monitoring haben, mit der Sie ja über unsere Interfaces, die wir bereitstellen, also Modbus oder RSCP, wie es bei uns heißt, das System auch dynamisch steuern können und Sie könnten auch alles automatisieren. Urs Fringeli hat sich den Überblick organisiert. Sein eigenes Lastmanagement weist weit in die Zukunft.
Denn es geht ja darum, dass sich das Netz und die Eigenenergieproduktion synchronisieren. So, wie es hier schon in der Überwachung geschieht. Und um auf Deutschland mal zu schauen, wir haben ja in Deutschland den Wunsch nach netzdienlichen Speichern. Das heißt, genauso wenig wie in der Schweiz sind deutsche Stromspeicher aktuell netzdienlich. Das heißt, das sind PV-Stromspeicher, die im Wesentlichen nur Eigenversorgung machen. Aber wenn ich mir jetzt die Tag-Nacht-Tarife angucke und wenn ich mir anschaue, was sie steuern könnten oder was sie schon steuern, sie könnten ja auch das komplette Tag-Nacht-Lastmanagement netzdienlich machen. Das heißt, wie Sie gerade gesagt haben, theoretisch für Deutschland wäre es ja denkbar, dass Sie mit einem solchen System, wie Sie es haben, auch den Speicher in der Nacht aufladen könnten und den über tags entladen könnten, falls der Energieversorger sich mal dazu bereit erklärt, das zu akzeptieren. Oder Sie könnten die ganze Anschlussleistung relativ stark senken. Das könnte natürlich schon die Zukunft sein. Oder nachts die ganzen Fabriken, die haben zu, die Industrie, die schläft. Viele Kraftwerke, die produzieren einfach, der Strom muss weg. Gut, die Schweiz, die speichert den teilweise in den Stauseen. Aber man könnte natürlich theoretisch einen Speicher jetzt schonend mit 3 kW durch die Nacht aufladen und am Tag dann im Prinzip damit haushalten und man gibt dem ewig keine Peaks weg, wenn da kurz irgendwie 10 kW gebraucht werden, irgendwie von der Waschmaschine, Kochen und so weiter, braucht man nicht. Und dann hätte man im Prinzip am Tag, wo die Schweiz jetzt viel Strom braucht, oder, würden wir dann eventuell kaum noch oder gar keinen Strom mehr brauchen. Ja. Die von Piepenbrink und Fringeli angesprochene Netzdienlichkeit werden in der Schweiz und global längst diskutiert. Denn überall auf der Welt geht es darum, wie Verbraucher und Erzeuger regenerative Energie in Einklang gebracht werden können. Global und rund um die Uhr. Egal, ob Megacities mit ihrem schier unstillbaren Energiehunger oder die Milliarden Verbraucher in kleinsten und einfachsten Behausungen. Die moderne Energieinfrastruktur der Zukunft fragt nicht mehr danach, ob eine Gebäudehülle saniert ist oder nicht, sondern wie der Einklang zwischen regenerativer Energieproduktion und Verbrauch aussieht. So, wie es im Hause von Urs Fringeli gelungen ist. Mit seinem Konzept ist der Schweizer ein Baustein der globalen Energiewende geworden, weil er sich Gedanken gemacht hat.